Und damit willkommen zum dritten kleinen Ad-Hoc-Erklärvideo. Und zwar zu etwas, was ich fast vergessen hätte. Und zwar kann man ja eigentlich auch nicht voraussetzen, dass Spieler von Diablo 3 direkt das ganze Runen- und Edelsteinsystem verstehen. Deswegen hier nur kurz abgerissen. Und zwar wieder im Ad-Hoc-Video. Wir sind hier in Kurost und gucken uns das Ganze mal an. Und zwar das Wichtige ist hier der Würfel, den man später findet. Und zwar sind das hier Edelsteine. Die gibt es in verschiedenen Stufen, also in verschiedenen in Ordnung. Hier sind die lidiert. Und das kennen ja die bereits, das werden wahrscheinlich die meisten Diablo 3 Spieler kennen. Und zwar 3 Stück davon werden zu einem besseren, allerdings nicht durch einen Händler, also nicht durch einen Handwerker, sondern durch diesen coolen Würfel hier. Den Würfel macht man mit der anderen Maustaste auf, dann kann man den bestücken. So, dann kann man das umwandeln. Dann haben wir hier lidierte in einen fehlerhaften Saphir verwandelt. Und von den 3 Stück, wie das wahrscheinlich alle kennen, zack, kann man dann hier einen normalen Saphir draus machen. Das geht hoch, ich glaube, bis perfekt oder makellos. Ich weiß gerade gar nicht, was besser war, perfekt oder makellos. Das gleiche gilt für die Schädel. Die Schädel verhalten sich genauso. Das hier ist der erste lidierte Schädel. Hier mit der Schädeldecke fehlen und ein bisschen schlechteren Zähnen. Da kann man dann auch immer bessere von finden. Die Schädel sind besonders gut, weil die halt abgesaugte Leben und Mana machen, was einige Balls dringend nötig haben. Dann kommen wir zu den Runen und die Runen funktionieren genauso. Und zwar haben wir hier dreimal die Rune L. Wenn man die dreimal hat, so kann man übrigens gucken, was die macht. Die macht 15 Verteidigung und plus 1 Lichtradius. Ist am Anfang gar nicht so schlecht. Allerdings wollen wir die auch aufwerten. Die werden in einer bestimmten Reihenfolge aufgewertet. Es gibt im Internet jetzt natürlich, wird jetzt demnächst Wikis geben und so weiter, besonders wenn Resurrection fertig ist. Es gibt so eine bestimmte Reihenfolge immer. Drei Runen der ersten Rune werden zu einer dritten und so weiter werden die immer besser. Ich meine aber, irgendwann ist Schluss, irgendwann kann man das nicht mehr machen, wenn man nicht irgendwas Wertvolles dazu tut. Aber das hier geht noch. Hier haben wir jetzt die Eld zu einer Eldrune gemacht, die macht mehr Schaden an Untoten und langsamere Ausdauer ab auf Brauchung, je nachdem, wo man die reinsockelt. So, und auch habe ich da schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier 3 dieser schönen Eldrunen und diese 3 schönen Eldrunen werden zur Tierrune. Ja, werden sogar zur Tierrune. Hätte ich sonst nichts vorbereiten wollen, sollen. So, was machen jetzt diese Runen? Die Runen sind relativ normal. Kann man ja gucken. Und zwar, wenn man die irgendwo reinpatscht, dann machen die halt das, was draufsteht. Zum Beispiel hier erhöhter Feuerschaden. Ja, dieser Stock hier, den ich vorbereitet habe, ist eine Waffe. Übrigens braucht man dafür auch immer Gegenstände mit Sockeln. Gegenstände mit Sockeln ist ein bisschen kompliziert. Die kann man, erstens kann man die finden. Die findet man sogar so lala häufig. Dann kann man die sich durch eine Quest holen. Und zwar irgendwann kriegt man eine Quest, wo einem ein NPC anbietet, einen Gegenstand zu sockeln. Den kann man jeglichen Gegenstand geben. Zum Beispiel könnte ich jetzt auch einfach hergehen und hier Tal Rashas liedloses Auge, wir wollen ja den Genitiv korrekt haben, dann diesem Händler geben. Dann würde der einen Sockel reinmachen. Also wertvolle Gegenstände, also Set-Gegenstände und einzigartige Gegenstände, meine ich, heißen die Unix auf Deutsch, die kriegen dann einen Sockel. Allerdings, wenn man ihm andere Gegenstände gibt, dann packt er da eine Sockelanzahl rein, die je nach Gegenstand verschieden ist. Das heißt, wenn man dem manche großen Schilde gibt, dann packt er da wirklich 8 Sockel rein. Auf andere Gegenstände kommen weniger Sockel. Da gibt es dann wahrscheinlich auch den nächsten Wiki, wo drauf steht, wie viel Sockel welcher Gegenstand bekommt, den man da abgibt. Aber gucken wir uns mal an, was passiert. Und zwar wollen wir halt diesen Stock hier verbessern. Und zwar, ja, Feuerstaden klingt ja ganz gut. Zack, so, dann ist das verzierter Kampfstab Rahl. Da sind jetzt 5 bis 30 Feuerschaden drauf. So, dann können wir uns hier noch aussuchen, was wir mit der Tierrune machen. Zum Beispiel 2 Mana nach dem Volltreffer ist ja auch gut. Dann haben wir hier verzierter Stab, Rahl Tier. Und die Runen haben genau das gemacht, was sie halt sagen, was sie machen. Da hört das Ganze allerdings nicht auf. Und zwar gibt es die sogenannten Runenwörter. Und zwar, wenn man bestimmte Runen in einer bestimmten Reihenfolge, die vorgegeben ist, müsst ihr wahrscheinlich dann auch demnächst aus dem Wiki ziehen, in Gegenstand reintut, dann schreibt ihr ein sogenanntes Runenwort. Ein Runenwort wäre zum Beispiel nicht Rahl-Tier, sondern Tier-Rahl. Ich hoffe, das ist eine Version, wo das klappt, wenn nicht, wäre das peinlich. So, erstmal Tier rein, passiert erstmal noch nichts. Und das andere rein. Und es ist was entstanden. Und zwar haben wir jetzt das Runenwort Blatt geschrieben. Blatt, Zedernstab, Tier-Rahl. 2 zu alle Feuerfertigkeiten. Das ist sehr, sehr gut, besonders für eine Feuerzauberin. Erhöhter Feuerschaden, nicht das, was wir hier vorher... Ach nee, das doch, das ist genau das, was vorher drauf war. Und zwar ist das ein bisschen verwirrend. Manche Attribute kommen durch das Wort und manche Attribute kommen einfach durch die Rune selber. Und zwar dieses
5 bis 30 mehr Feuerschaden kommt einfach durch die Rune. Dann haben wir Kältewiderstand 33. 2 zu Mana nach jedem Volltreffer ist okay. Die 150% Schaden gegen Untote, das hat aber jeder stumpfe Gegenstand. Auch der Hammer hier müsste das haben. Hat er das nicht? Es ist merkwürdig, dass er das nicht hat, aber ich möchte euch nicht weiter verwirren. Zum Beispiel dieser Stock hat auch 150 Schaden gegen Untote. Die meisten stumpfen Gegenstände haben 150 Schaden gegen Untote. Dann nochmal 2 zu Wärme, das ist relativ gut. 2 zu Feuerblitz, 2 zu Entferne und gesockelt ist er ja 2, sonst hätten wir das Runenwort nicht reinschreiben können. So, dann war es das eigentlich auch mit den Runen, denn sehr viel mehr Magie steckt da nicht hinter. Und zwar, Runen sind einfache, ganz einfache Sockel, also Sockel-Inlays, also Sachen, die man in Sachen reinsockeln kann. Die kann man, wenn man 3 passende davon hat, verbessern bis zu einem gewissen Grad. Dann machen die einfach das in einem Gegenstand, was sie halt machen. Und in bestimmten Gegenständen, in einer bestimmten Kombination, machen sie halt Runenwörter, die sehr, sehr mächtig werden können. Hashtag Enigma an der Stelle. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das eigentlich an der Stelle mit den Runenwörtern. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt das gelernt. Ich hoffe, ich konnte euch gut für Resurrection vorbereiten. So, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier eins meiner Videos gucken, hier einen anderen Kanal abonnieren und andere Videos gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.